Auf der Baustelle etwas routinierter zeigen wir euch mal, wie das Kamerrohr abisoliert werden kann. Die Maße, die ihr jetzt hier seht, links und rechts die Punkte, sind die Muffenmaße, die später wieder gebraucht werden. In der Mitte erfolgt dann der tatsächliche Schnitt. Der Kunststoff, der schwarze Mantel, da ist es angebracht vorzuwärmen. Das ist natürlich etwas leichter, wenn der Schnitt am Kunststoffmantel erfolgt. Mit dem Messer empfehle ich euch im Vorfeld eh etwas vorzuwärmen. Ist ja auch logisch, ne? Wenn es weicher ist, schneidet sich's besser. Kleiner Propanbrenner und dann geht das schon. So, ihr seht jetzt mal, wie Rudi das Ganze hier schneidet. Die Beine sind immer etwas auseinander. Mit beiden Händen wird das Messer geführt, um eben den Schnitt auch sicher ausführen zu können. Linkes Bein ein bisschen angestützt. Das Rohr kann auch so oder so mal ein bisschen wegrollen, auch wenn Keile drin sind. So wie jetzt zum Beispiel. Nicht so schlimm. Die Beine sind weit genug entfernt. Selbst wenn er hier wegrutschen sollte, kein Problem. So auf die Art und Weise wird das eben mal gezeigt und für euch mal vorgeführt, wie man es machen kann. Im Graben sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus. Ja, jetzt erfolgt der Abisoliervorgang an sich von dem bereits vorhandenen Schaum, der härtere Schaum, der im Innenleben vorhanden ist. Die beiden Drähte müssen natürlich in der Mitte auch sicher getrennt werden. Die müssen ja später wieder verwendet werden zum Lexus-System, ganz klar. So, wenn er das gemacht hat mit dem Reißband rund um, nochmal einen Strich gezogen und es erfolgt dann der Schnitt am KMR-Rohr. Auch hier schön zu beobachten, das geht recht sauber, sicher und vernünftig ab. Kein Problem. Noch ein kleines Ende zum Schluss und gut ist. Da hängt noch was, wird nochmal nachgearbeitet. An dieser Stelle herzlichen Dank für euer Interesse an diesem Video. Daumen hoch, wenn es euch gefällt und weiterhin viel Spaß hier auf dem Kanal.